Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Metro 2033. 3 Jahre und 6 Monate. Das ist die Haftstrafe für Uli Hoeneß. Das habe ich nämlich gerade vor 10 Minuten im Livestream von, wie heißt denn dieser Fernsehsender? M24 gesehen. Die Urteilsverkündung vom Landgericht München. Noch nicht komplett rechtskräftig, aber halt wahrscheinlich bisher. Es sei denn, wovon man ausgehen kann, Uli Hoeneß Verteidigung würde Revision einlegen. Wovon wir also ausgehen können, das heißt, er wird noch etwa ein Jahr. Wo denn? Hier, ich habe so einen Smooth-Effekt drin. Das heißt, er wird noch etwa ein Jahr frei bleiben. Was ist denn eure Meinung zum Uli? Ich habe da ehrlich gesagt keine wirkliche Meinung zu. Von daher kann ich mich dazu nicht äußern. So, hoho. Wir müssen also hier durch und dieses Kind transportieren. Ach du Scheiße, ach, warte, ach. Was war das denn jetzt? Ich wusste ja gar nicht, woher die kam. Okay. Okay. Ist das der richtige Weg überhaupt? Ich hoffe doch mal. Ich bewege mich echt so smoothig hier. Irgendwie so, also dass das nicht so plötzlich sich bewegt. Oh! Ach da! Kommt doch rein, kleine Dinger. Kommt doch rein. Wo seid ihr? Seid ihr oben? Oder wo seid ihr? Wo seid ihr? Hey! Gleich wieder von diesen Dingern angefallen, wie so ein Virus. Fürchte ich doch. Direkt. So. Ich sehe nicht, wo die Teile sind. Ich bewege mich mal ganz unauffällig. Die Lampe zeigt ja auch grün, oh, gelb an. Oh. Oh, oh, oh. Nachladen, nachladen, nachladen. Da sind sie. Ey, ach, aus den Löchern. Die Zivilisation kommt hier. Oh.
Wo? Ach, du lebst noch. Hast gelebt, meine ich. Nein. Ja, das sehe ich. Ja, Feuer im Loch. Ja. Boah, komm. Nein. Ich habe natürlich keine Munition mehr. Und das, obwohl ich sie benötige. Oh, hier. Da. Ich brauche Munition. Scheiße. Ich habe nur noch die Pistole. Renn. Renn. Nein, ich kann nicht rennen. Da ist noch einer. Scheiße, Mann. Ich kann nichts machen. Ich habe hier keine Munition. Was soll ich denn tun? Leute. Kann hier höchstens. Alles. Wow. Nein. So, ich muss mal gerade nachgucken. Spiel benutzen. Das war falsch. Gepäck. Journal war M. Achso. Okay, wo muss ich lang? Ach da. Wow. Gib mir bitte Munition, okay? Kann ich die Gasmaske abnehmen? Kann ich. Puh. Okay, Munition habe ich ein bisschen. Ganz klein bisschen. Okay. Hier muss ich drüber. Hier bin ich natürlich nicht getarnt. Ei. Das ist aber dabei. Bewegt sich dann? Nein, da bewegt sich gar nichts. Ich riech mal, ob da was ist. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. In welchen? Da ist ein Teddybär. Da ist ein Feuer, das ist nur warm. In dem da. In welchen? Ich kenne die Mondschränke, da mein Vater ein Späher war. Aha. Schau in den mit den Zahlen. In den mit den Zahlen. Schau einfach am besten in alle rein. Oh, ist das hier knapp. Oh mein Gott. Du kennst die Mundschränke. Wo gibt's noch mehr? Ich kann hier. Das ist jetzt ja nicht wirklich viel, was ich hab. Eieiei. Ich hab auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Danke. Erstmal. Brauche ich sie hoffentlich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein Salis Wesen. Es gibt ja das Gedicht von. Ah ne, das ist ein Autor, Novalis. Oh nein. Diese Löcher, ne? Da ist noch einer! Oh Gott. Da ist noch einer! Ja. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles gut ist bisher oder schlecht. Auf jeden Fall ist es ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Duschen? Scheint jetzt erstmal nichts zu sein.
scheint genauso wenig zu sein wie... Wäre jetzt ganz schlecht, wenn sie nicht angreifen kommen. Ja. Das hört sich so ganz schlecht für mich an gerade. Ganz schlecht. Ei, ei, ei. Gottes Willen. Okay, ich glaube, wir können weitergehen. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Warum diese Glocke? Na klasse. Na klasse. Ich weiß nicht, auf was ich da auch schießen muss, ist das Problem. Ich versuche einfach mal. Das schien geklappt zu haben. Und das war relativ leise. Okay. Gehen wir weiter vor. Also das Konzept Uli Hoeneß für diese Folge kann ich jetzt irgendwie doch nicht so ausbauen, wie ich will. Oh. Aber egal. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Oh, das ist die Glocke. Wo ist das? Zeigt das Journal hin in den Weg, okay. Gehe ich hier weiter. Hey, pass auf, da ist ein Loch! Kacke. Das ist nicht gut. Okay, da kam nichts raus aus dem Loch, kein Kind. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Ja, das könnte passieren. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, was soll ich tun? Okay. Okay, 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 okay. Wow. Nein, 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 nein. Ey, scheiße. Ein Schuss. Einen Schuss habe ich. Ein Gnadenschuss, oder wie? Okay. Nein, 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 nein. Zum Glück brauchen die Teile nicht so viel. Lebt der? Was ist los? Warum? Leute, Leute, Leute. Nein, 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 ich habe keine Muni mehr. Ja. Oh mein Gott. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja. Nein, 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 nein. Ja, zum Glück geht das Messer. Ja, ja. Schrei rum. Ich schlitze die Schlele auf. Die Schlele. Kommt, kommt, kommt!
Meine Güte. Lauf, lauf, lauf. Duck dich, duck dich. Okay. Was war das? Ich bleibe im Schatten der Nacht. Oh Gott, was war das? Da ist Munition. Für diese Munition muss ich aber in Zelle. Okay. Ich könnte einen Speicherpunkt vertragen. Oh, hier muss ich bestimmt wieder die Gasmaske anziehen. Oder? Ich mach's einfach mal vorsichtshalber. Da war auch noch Munition. Nein. Ja. Okay, noch die zweiten. Fünf. Okay. Hin muss. Da nicht. Aber da ist vielleicht Munition. Zusätzliche. Nein, scheint nicht so zu sein. Okay. Okay, okay, dann gehe ich hier durch. Da, hier komme ich mir sicher auf. Was? Oh. Ich dachte, das ist jetzt wieder ein Video. Oh, oh, Leute. Ich will durch. So. Oh mein Gott. Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Ja. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Ich will lieber nichts sagen. Nachher ist das wirklich wahr. Oh Gott. Lecker. Lecker, lecker, le Franzons. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Erstaunlich, aber ich weiß nicht, was das ist. So baut man doch keinen Bestandteil von einer U-Bahn-Station. Ich wüsste eh nicht, was das hier gerade für einen Bestandteil einer U-Bahn darstellt. Huch. Interessant, interessant. Okay. Dann müssen wir da jetzt hoch. Vielleicht schon, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob wir hier hoch müssen. Nee, ich mache es einfach mal. Ach du Kacke, wir dürfen nicht fallen. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Vielleicht. Ach du Scheiße. Ja.
Okay, weiter. Weiter, weiter, Moment, weiter. Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Hatte ich nicht vor. Ach du Kacke. Ihr Bastarde, lasst mich los. Mein Sascha ist da draußen. Sein Onkel wollte ihn zurückbringen. Aber ich hätte selbst gehen sollen. Sascha, was, wenn sie ihn erwischt haben? Warum habe ich ihn nicht zu Hause behalten? Oh mein Gott, ist das der Sohn? Das hört sich irgendwie ganz danach an, als ob sie nach dem Sohn sucht. Na, dann ist das die Mutter, nicht der Sohn. Mama, Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Ja, Sascha, du lebst. Sascha, bist du okay? Aber wo ist dein Onkel? Wie bist du hierher gekommen? Wie viel der Junge bedeutet. Onkel ist tot, Mama. Sein Vater ist aber dieser Mann hat mich getragen. Wichtig. Und auf wenn sein Schultern. Sohn gestorben wäre, hätte ihn das umgebracht. Und ohne ihn wären wir Mama, alle erledigt. Ich habe den Himmel gesehen. Vielen Dank. Oh Gott, armer Serjosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen. Wenigstens etwas. Nein, nein, nein. Müssen Sie mir nicht geben. Ich habe das doch gerne getan. Die schwarze Station ist nicht weit von hier. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Raja. Oh Mann, das mache ich jetzt aber auch noch. Komm. Bevor ich... Ist das eine Tastatur? Jo. Bevor ich, na, das ist die Richtung, wo ich hin muss. Das ist ja blöd. Ah, okay, ich kann da eh nicht lang. Na, Strom sparen. Oh. So. Das muss ich nämlich jetzt auch noch machen. Patronentausch! Der beste Waffen von den Schmiedemeistern. Was gibt's da? Oh, ach, das ist erstmal Muni. Guter Deal. Was dieses da, Ding da? Ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Na. No. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Okay. Dieses Ding ist fünfmal besser als Ihre Spielzeugwaffe. Ach, das Bajonett. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser. Damit können Sie sich sogar rasieren. Medipack. Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv besser als Ihre. Ich hab eh nicht genügend Geld. Wie Sie wollen. Wie viel kostet Munition? Verkauf und Ankauf. Was ist das? Aha, aha, aha. Guter Ach komm, das Deal. Hat bis jetzt auch immer geklappt. Da wird es auch weiterhin klappen. Leute, ihr seid verrückt! Ja. Aber warum ist das zwischendurch lila? Also violett-lila. Oh Gott. Oh mein Gott, das Licht am Ende des Tunnels. Na, ist garantiert keine Energiesparlampe. Tschüss. Es war mir eine Ehre, in eurer Station zu sein. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen.
Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge.